Der Höhepunkt des Faschings läutet auch das Ende der Faschingszeit ein. In Dreiskirchen wird das mit dem Umzug der Faschingsgilde begangen. Was ist das Besondere am Faschingsumzug in Dreiskirchen? Das ist einfach nochmal ordentlich feiern, Gas geben, weil es ja da der letzte Tag im Fasching ist. Und ja, so richtig die Sau auslassen. Entschuldige, dass ich das so sage. Was ist das genau für eine Tradition? Ja, wir sind die Schnäuzergruppe. Das ist eigentlich von den Almen runter. Da haben sie mit den Gorslern, mit den Langen, was wir haben, haben sie die Kühe zusammentrieben. Und von dem aber haben wir das übernommen und machen es jetzt im Sinne von Brauchtum und haben die Hovergors mit. Als was sind Sie heute verkleidet? Als Europiraten. Also sprich wegen der Steuern dergleichen, weil das immer alles hecher wird. Und jetzt haben wir so gedacht, jetzt gehen wir halt als der Europiraten. Captain, was ist heute los in Dreiskirchen? Nein, ist einiges los, ist unser Höhepunkt des Faschings. Nochmal ganz am Schluss der Versuch der Faschingsgilde, nochmal gebührend den Fasching, das Ende des Faschings zu feiern. Und schlussendlich wird er ja dann angezündet, traditionell. Das hat sich jetzt am Hauptplatz verlegt. Und es kommen immer viele Menschen. Es ist immer schwieriger, Menschen auch zu begeistern für den Fasching. Das sehen wir jedes Jahr. Und ich danke den Menschen der Faschingsgilde, die das immer probieren. Und ich versuche auch ein bisschen mitzugestalten als Bürgermeister, dass er bei meinem Weinbaubetrieb heraus noch ein bisschen ausschenkt, damit wir diese alte, eigentlich Wienersdorfer Tradition auch im Stadtzentrum leben lassen können. Aber ich würde mich freuen, wenn da mehr sozusagen auch Beteiligung wäre in dieser eigentlich wichtigen Geschichte, dass man ein bisschen mehr Abwechslung findet zu der auftragenden Realität. Was sind die Aufgaben des Prinzenpaars? Auf jeden Fall einmal die Faschingsgilde zu repräsentieren, die Stadtgemeinde zu repräsentieren, bei verschiedenen Festen wie Bällen und so weiter anwesend zu sein, Prologe vorzulesen. Ja, einfach repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Das heißt, ein bisschen die Aufgaben vom Bürgermeister übernehmen in der Faschingszeit. Ja, er eröffnet den Ball, aber wir machen vorher den Prolog. Wir übernehmen am 11.11. den Stadtschlüssel. Das heißt, wir regieren die fünfte Jahreszeit und heute kriegt er ihn leider wieder zurück. Dann ist es aus. Dann darf er wieder die Geschäfte übernehmen. Naja, symbolisch kriege ich jetzt den Radarschlüssel zurück. Und manchmal wünscht man sich als Bürgermeister, dass man kurzfristig auch jemand anderen zur Verfügung stellen kann. Aber ja, aber für den Bürgermeister ändert sich an der Veranstaltungsdichte nicht viel. Für manche Ballbesucherinnen schon. Da ist die Ballsaison vorbei. Aber ich habe ja im Jahr ca. 250, 350 Veranstaltungen wirklich. Also die Besuche. Und da ändert sich an der Dichte eigentlich nichts. Es ändert sich ein bisschen der Charakter. Also was sind Sie heute verkleidet? Ja, das ist nicht schwer zu erkennen. Ich bin der kleine Frosch. Eigentlich wollte ich mir so gerne noch eine Krone aufsetzen, weil ich wollte so gerne eine Froschkönigin sein, aber ich habe keine Krone gefunden. Aber ich finde es besonders schön, einmal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Unser Motto ist Hilfsbereit durch Fröhlichkeit. Obwohl wir viel Spaß haben machen und Spaß verbreiten, haben wir auch einen ernsthaften Hintergrund. Wir spenden für sozial schwache Familien. Jedes Jahr suchen wir uns, also mit der Kooperation mit der Gemeinde, suchen wir eine Familie aus, die eigentlich sehr notwendig Hilfe braucht.